stinkt zum Himmel, denke ich. Ganz, ganz unappetitlich. Krumme Sache, faules Ding, aber nicht unser Let's Play. Das sind einfach nur die Trümmer einer Geländemodernisierung. Dieser Krieg kostet Opfer, nicht nur Menschenleben, sondern auch die Zivilwirtschaft leidet darunter. Unsere Bevölkerung leidet vor allem daran, dass sie so solch hohe Gesundheitsmali mittlerweile mit sich rumschleppt. Sie werden schlapp im Krieg. Minus 32, Christian. Der Krieg macht uns alle, er nackt an uns. Er nackt vielleicht auch an unserer Geistesverfassung, an unserem Gemüt. Wenn wir alle wahnsinnig im Krieg, wäre auch eine Frage. Packt die Mordlust sich in unser Herz rein, zerfrisst es unserer Seelen, nackt aber auch an unserer physischen Verfassung. Wir werden alle ein bisschen zittrig. Ich habe bisweilen sogar den Eindruck, ich habe aufgrund der schlechteren Kriegsversorgung manchmal, bin ich so manchmal ein bisschen unterzuckert und nehme ab. Hast du auch schon abgenommen? Massiv, 40 bis 50 Kilo, seit dieser Krieg angefangen hat, dieser hässliche, seit die Polistralier uns überfallen haben. Wir haben uns ja nur gewehrt und unsere Landesgrenzen verteidigt mit einer aktiven Vorwärtsverteidigung. Genau, es wird ganz dringend notwendig, dass wir diesen Krieg zu einem erfolgreichen Ende bringen, damit wir endlich wieder was zwischen die Zähne bekommen zum Beißen. Und wenn es notfalls auch nur die Knochen der Gegner sind, die wir dann nochmal zermalmen. Jetzt ist es aber mit dir durchgegangen, das klang ja alles sehr, sehr lyrisch. Ach, das war jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe ein paar böse Sätze gesagt. Ich nehme mal schnell was zu trinken und schluck das, die bösen Worte schluck ich runter und gurgel mir den Mund wieder frei mit diesem Pokal voll Blut. Mit einem, ich hätte dir jetzt ein kleines Becherchen Seife hingestellt zum Mund ausspülen. Nee, ich spüle grundsätzlich meinen Mund nur mit frischem Blut aus. Was nun? Eine Runde weiter, Rundenstrategie spielt, da passiert das bisweilen. Herzlich willkommen bei Civilization Beyond Earth. Ja, mal schauen, was passiert. Wir haben alle unsere Truppen aus der Reichweite von Jim Boomba, unserem nächsten Ziel, abgezogen. Das ist Madame Elodie. Das natürlich nicht, aber die hatte da Probleme gehabt mit dem Belagerungswurm. Das ist unser Feind, Hutama, und er bettelt um Frieden und versucht uns zu kaufen mit 25 Energie. Das ist ja lachhaft. Es sei denn natürlich, du sagst, wir beenden den Krieg jetzt und kümmern uns um die Versorgung unserer Gesundheit. Wir haben ihm ja die Hauptstadt abgenommen. Ist es so wichtig, dass wir Jim Boomba noch einnehmen? Ja. Gute Frage. Also die 25 Energie, die locken uns natürlich nicht. Andererseits, wollen wir da nicht für Ruhe und Ordnung an dieser Front sorgen? Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, da noch eine weitere Stadt zu gründen, weiter im Südwesten noch von dieser iberischen Halbinsel, so sieht es ja aus. Also den da immer noch in der Gegend rumstehen zu lassen, der macht da nur Ärger. Ja, das lehnen wir ab, kein Krieg. Den Jim Boomba muss auch noch fallen. Früher oder später. Wir brauchen nur selber erst ein bisschen mehr. Schon werden wir beschossen. Ja, aber... Ja, wir wurden beschossen und wurden von einem feindlichen Taktjet bombardiert und wir haben Abfangjäger 2 in Deepholes, aber keinen Abfangjäger in Freeland. Da müssen wir vielleicht mal einen umstationieren. Machen wir. Mhm. Hier ist ein Marine aus Polistralien, der hat sich hier rüber bewegt, über diese Ebene dorthin. Ich denke, den werden wir jetzt mal beschießen. Das wird zwar nicht besonders viel bringen, aber Erfahrungspunkte sind immer gut. Auch es macht zumindest Spaß. Mhm. Dann Feuer frei. Sehr schön. Prima. Vielleicht bringt es ja was hier in Verbindung mit diesem gepanzerten Soldaten. Ach so, meinst du, du kannst da jetzt einfach über den drüber fahren? Langt dafür nicht. Bräuchten wir aber eine Flankierung. Langt nicht ganz. Vielleicht können wir ja eine Einheit zum Flankieren noch neben den stellen, zum Beispiel diesen Marine hier. Aber dann bitte in unser Territorium da auf die Farm und so. Ja, dann kann der ja nicht drüber ziehen. Ach so, ja, dann. Aber dann würde er neben Jim Boomba stehen, in deren Feuerbereich. Egal, mach's trotzdem. Das hält er aus, der ist ja fast noch gut. Hier hin und flankieren, dummes Gesicht machen, weil hier drinnen ein Taktjet ist und ein Raketenfahrzeug und deshalb dieser Marine gleich ein Problem bekommt, drüber hinwegreden, so tun, als würden wir das nicht sehen, auch gegenüber den Zuschauern nicht erwähnen und stattdessen einfach volle Kanne angreifen. Genau, jetzt haben wir den Flankierungsbonus, jetzt kriegen wir den auch geplättet. Jawohl, drauf. Unser Panzerfahrzeug, der... Es hat ihn nicht erwischt. Nein. Unglaublich. Guck, wie viele Lebenspunkte hat er noch? Einen Trefferpunkt. Einen. Können wir vielleicht einen Taktjet-Einsatz fliegen? Von Deepholes aus? Das wird zu weit weg sein. Taktjet wecken. Luftangriff. Das ist zu weit weg. Dann transferier den doch aber bitte gleich mal nach Freeland, dass wir da auch Jägerdeckung haben. Ich bin so sauer jetzt. Ach, ich habe eine Idee. Hier haben wir noch einen Marine in Freeland. Ja, meinst du, mit der Straße könntest du... Ah ja, tatsächlich, dann hau ruck.
Jetzt geben wir aber alles. Ich gehe davon aus, dass wir... Und aus dem Miasma heraus greifen wir an. Welche Heldentat, eine Einheit zu besiegen, die noch einen Trefferpunkt hat. Dafür bekommen wir sicher einen Orden. Ein Orden der Unerbittlichkeit zum Beispiel. Bestimmt. Jetzt, ja. Jetzt und die Jimbumbanesen, die sind jetzt fast schon umzingelt. Oh, ja, super. Aber wir haben zu wenig Fernkampftruppen in der Nähe stehen. Ja, zieh noch diesen Ranger hier ran, am besten auf das Käferfeld. Was wir auch hätten machen können, wir hätten einfach nur den Kanonier hier hinziehen können und einen Fernangriff machen können. Der hätte nicht mehr schießen können von da aus, glaube ich. Ja, zieh alles ran, was wir hinkriegen jetzt. Wir ziehen den hier hin? Mhm. Ach, wir hätten den vielleicht auf die Minia ziehen sollen. Ach, das ist egal. Das ist ja kein Hügel, das bringt ja keinen Hügelparker-Bonus. Ach, er darf noch schießen, wie schön. Tja, weil der über eine Straße gezogen ist. Wir hätten also auch hier schießen können. Nee, das war besser so, auf die Stadt. Oh, guck mal, wie viel die Stadt hier an Trefferpunkten verliert. Das kommt deshalb, weil die einen so geringen Kampfwert hat. Die hat nur eine Kampfstärke von 29. Ich glaube, Kampfwert und Trefferpunkte werden getrennt gerechnet. Aber die hat noch keinerlei Mauer oder sonst irgendwas an Verteidigungsanlagen. Deswegen kriegt er da so viel. Dann fahr noch mit dem, wie heißt dieses Boot? Das Kanonenboot kannst du auch noch ranfahren. Ja, natürlich. Hierhin. Mhm. Und? Feuer. Feuer frei. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er dann auf das Kanonenboot schießen wird, diese Runde. Das ist das Schwächste und das wird er uns versenken. Aber dann können wir nächste Runde... Mit ein bisschen Glück? Mit ein bisschen Glück nehmen wir die nächste Runde. Ja, dann können wir mit ein bisschen Glück in der nächsten Runde noch einmal eine andere Einheit opfern und dann in der übernächsten erfolgreich zuschlagen. Niemand soll uns nachsagen, wir wären nicht bereit, über Leichen zu gehen, selbst über die eigenen. Mhm. Und alle Einheiten, die wir opfern, die fallen ja wieder aus der Soldliste raus und dann steigt ja unser Energieeinkommen wieder. Ach, alle Einheiten, die wir opfern, kommen ins Paradies. Die lernen die 200 Jungfrauen kennen, aber holla. Mhm. Hat da irgendjemand dir mal jemals gesagt, das wären weibliche Jungfrauen? Oh, also gerade unter Soldaten ist ja Homosexualität oft weit verbreitet. In den Kasernen redet keiner drüber, ist aber so. Mhm. Das könnten auch männliche Jungfrauen sein. Andererseits, wer sagt denn, dass bei unseren Truppen nur Männer dienen? Ich glaube, wir haben eine gemischte Truppe. Ich meine, selbst unsere Staatsanführerin Kavita ist ja weiblich. Ich glaube, wir haben ein gemischtes Militär. Ja. Ich verspreche mich immer mit diesen Worten, die so viele Tischlaute enthalten. Das geht ganz schnell weg, wenn du einfach zu dem Wasserglas rübergreifst und dir das Gebiss wieder einsetzt. Das liegt nicht im Wasser, das liegt in, das ist in der Spülmaschine. Oh. Oh, hier ist. So, was bauen wir denn in Mandira Schönes? Ist hier, kann das sein, dass wir hier alles gebaut haben? Ich will einen Kolonisten bauen. Nein, du brauchst bitte keinen Kolonisten. Ganz ruhig. Schau doch bitte auf unsere Gesundheit. Ganz ruhig. Sei nur ein Witz. Ganz ruhig. Nein, wie wär's stattdessen mit einem miasmischen Repulsor? Den können wir mal eine Runde zwischenschieben. Das heißt, du glaubst jetzt eine Kriegseinheit zu bauen, um eventuell noch runterzuziehen zu den Jimbumbanesen. Das ist ja überflüssig, weil wir mit den paar Hanseln da vor Ort das auch ganz alleine packen. Wie wär's denn mit dem gepanzerten Soldat? Noch ein weiterer gepanzerter Soldat? Nee, dann lieber noch einen weiteren Marine. Die sind doch unser... Unsere Standard-Wegwerftruppen, ja. Dann lieber noch so einen. Das ist jetzt aber schon ein bisschen menschenverachtend, wie du über unsere Soldaten sprichst. Kann das sein? Ja, das ist das Schicksal der armen Infanterie. Hm. Oh, halt mal, schau mal, was können wir denn hier bauen? Eine Fabrikanlage oder ein nebendran das andere? Fabrikanlage ist eine gute Idee, weil wir haben mit der Gesundheit, sind wir bald schon wieder über den 30 und dann... Hat unsere Bevölkerung, kommt die wieder von dem Lungenentzündungsniveau auf einen grippalen Infekt wieder runter und da könnten wir das gleich wieder umgekehrt kippen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich möchte eine Kuppel für mehr Kultur. Ah, das ist eine gute Idee. Mhm. Die haben wir auch noch nicht gezeigt. Nee, die Kuppel haben wir noch nicht gezeigt. Und hier können wir jetzt wieder eine Expedition bauen. Wie nett, dass der andere... Nein, so ein Vollborst, die... Der hat tatsächlich die Expedition nicht für abgeschlossen, sondern ist eine Runde vor Abschluss davongezogen. Warum macht er das? Vielleicht hat er zu Hause den Herd angelassen, keine Ahnung. Fällt dir da irgendeine plausible Erklärung für ein? Nee, nur, das sollten wir mal... Da sollten wir den Mantel des Schweigens drüber bereiten. Und worüber sollten wir schweigen? Ja, genau. Das ist also, ja unglaublich. Ja, wir haben hier 200 Kulturpunkte bekommen und können zur Belohnung, lieber Christian. Nicht mehr weiter. Ach so, einen Wert wählen. Einen Wert entwickeln, zum Beispiel die Schweigsamkeit. Mhm. Dramatische Kunstpause. Ich dachte, du wolltest Schweigsamkeit.
Eben. Nee, wir brauchen irgendwas, was uns Gesundheit bringt. Nee, Wir bauen doch immer mehr Städte. Wie wär's denn, wenn wir über vernetzte Datenverbindungen zum Memnetz gehen? Dann haben wir die Möglichkeit, nämlich Städte ohne Ende zu bauen, ohne dass uns das irgendwelche Probleme bringt. Also die beiden, minus 40% Malus. Notgedrungen hier drüber halt. Geschlossene Werte. Die drei dann, ja, wäre in Ordnung. Ja. Ja, mache ich. Ist dir recht. Bin ich einverstanden. Und damit haben andererseits wir dann... das machen wir. Synergiebonus bekommen wir hier, plus 10% Kultur. Mhm. In jeder Stadt, also insgesamt auch. Und brauchen jetzt noch 6 Runden nur noch bis zur nächsten Kultur. Wow, das ist doch toll. Ja. Das machen wir so. Ja genau, näher dich doch wieder dem Land an. Ein Alien-Nest, ein unbewachtes Alien-Nest. Da können wir uns rächen, dafür, dass sie hier die ganze Zeit und diese Ressourcensonde hier vor uns blockiert haben, den wir einfach in das Alien-Nest reinziehen. Ja, ich habe schon öfter von Vorschlägen gelesen, dass sich die Spieler sozusagen eine Einheit wünscht, die fest an das Alien-Netz getackert ist, die da nicht rausgeht, so eine Art Königinneneinheit, weil es doch einfach viel zu leicht ist, mit einem Erkunder diese Alien-Neste abzugreifen. Da ist was dran. Ist das etwa ein Handelsschiff aus Diepholz? Das soll nach... Sabda. Ist Sabda eigentlich ein schöner Name für eine Stadt? Das klingt wie eine niederländische Orangensaftmarke. Soll man denn nicht, um den Augenblick voll auszukosten, hier uns irgendwie ein sprachliches Denkmal setzen, dafür, dass wir Freeland eingenommen haben? Achso, ich hätte jetzt gedacht, Sabda nennen wir eher nach den vorkommenden Phyraxit-Ressourcen. Das sieht ja aus, als wären hier mehrere Bananenplantagen drumherum. Bananenplantagen? Santa Banana. Oh, Hat er plötzlich mitten im Wort angefangen zu schreien. Santa Banana. Klingt doch schön. Aber ich glaube, Lena Brenk, die hat uns ja beim Livestream erzählt, dass dieses 3D-Modell dadurch entstanden sei, dass die 3D-Grafikartisten, die Künstler, immer in ihrem Lieblingsimbiss zur Mittagszeit frittierte Gemüsezwiebeln gegessen haben. Und wenn die dann auf deren Teller aufgeklappt sind, dann sahen die so aus. Ja, stimmt, das sieht aus wie eine geplatzte Zwiebel oder so, wenn jemand eine Orange schält und dann die Scheibchen so hinstellt. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann die Mine draufgebaut ist, dann ist das etwas weg. Ja. Also, ja, du kannst doch nochmal in Gemüse-Zwiebel-Stan umnennen, wenn du möchtest. Ist aber egal. Sagst mir das nochmal? In was? Gemüse-Zwiebelistan. Das ist zu lang, das kriege ich nicht hin. Zwiebel-Zwiebli. Ja. Zwiebli ist gut. Passt auch zu Würmeli. Manchmal könnte man fast meinen, wir würden eine Schweizer Fraktion spielen. So, das haben wir schon entdeckt, das Alien-Nest. Ja. So, da ist ein Marine. In Diepholz. Der sollte sich hier wieder aufmunitionieren. Der ist ganz kaputt. Der braucht ganz, ganz dringend ein bisschen Zuwendung und ein paar Verbände. Ja. Der Tuckjet? Das ist der eine, der ist hier noch. Ah, der sollte nach Freeland. In Freeland ist noch keiner. Stellungswechsel, bitte. Genau, und in Freeland lassen wir ihn auch wieder abfangen. Nicht, dass der Polystralier da mit seinem letzten Tuckjet da uns irgendwas... Der Polystralier als solche. Lass uns doch mal darüber reden, wie der Polystralier ist im Vergleich zu dem Russen, dem Polen oder dem Deutschen. Der Polystralier als solche ist ein ganz verschlagenes Gewächs. Ist am liebsten Gemüsezwiebeln mit viel Knoblauch und ist arbeitsscheu und hinterhältig. Habe ich gerade jetzt meinem Propaganda-Handbuch entnommen. Ja. Dem Wörterbuch des Unmenschen. Ich habe persönlich auch keine positiven Erfahrungen gemacht mit diesen Jimbumbanesen konkret. Die schießen zum Beispiel immer auf Besucher, die in ihre Städte kommen wollen, zu Touristen. Die schießen einfach auf die. Ja, hast du gesehen, der hat uns unser Kanonenboot einfach so zerschossen. Das ist doch grob unhöflich. Ja, das ist doch wirklich keine Art. Es ist schon eine Art, aber es ist eher eine Unart. Oh, guck mal, jetzt wurde unser Kanonenboot. Ja, Kanonenboote haben gegen Städte leider überhaupt nichts zu melden. Aber es hat ja immerhin einmal schießen dürfen. Jetzt haben wir wieder den großen Glaubenskrieg, den wir beide immer haben. Wen greift man an? Zerstört man erst die Einheit? Nee, wir zerstören erst die Stadt. Ja. Die Stadt muss weg. Die Stadt ist eine viel gefährlichere Einheit und die schießt doppelt auf uns. Ich schweige jetzt dazu. Okay. Bring doch mal unseren... Das Raketenfahrzeug. Das musst du in Stellung bringen. Hierhin? Nein, der kann... Doch, hierhin, ne? Das ist egal. Wir haben ja sowieso nur noch eins.
schwang da so ein bisschen Trauer oder Resignation mit? Ja, leider. So, und um den jetzt zu retten, müssen wir eine Plünderung durchführen. Wir plündern die Farm. Und dann graben wir ihn gleichzeitig noch ein, also nicht bewegen. Er hat gerade einen Bewegungspunkt verbraucht. Das heißt, wenn wir ihn jetzt auf Heilen klicken, wird er in der nächsten Runde nicht heilen. Wir könnten also auch angreifen. Nein, dann, wenn die Stadt drauf schießt, die muss erst ein bisschen mehr runtergeschossen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit ein bisschen Glück vielleicht backen. Glaube ich nicht. Obwohl, doch, schieß mal zuerst mit dem, mit dem hier drauf. Könnte klappen. Probier's mal, ja. Doch, wir probieren's. Zusammen mit dem Kampffahrzeug noch. Ja, das könnte tatsächlich klappen. Dann? Mit dem? Oder erst mit dem? Wie kriegen wir das Kampffahrzeug denn da? Ah ja, das hat aber leid, das kriegen der wir... Der wird's nicht in einer Runde schaffen, ne? Hier aber vielleicht, Moment. Ja, dann fahr ihn aber wenigstens hin, dass er mitflankiert. Warum braucht er hier drei? Weil er durch die, durch die Kontrollzone der Stadt fährt, leider. Ah, wie doof. Wohin ziehen wir ihn? Hier hin? Probier mal da, ja. Da wird er aber jetzt keinen Zug mehr haben, aber er flankiert immerhin. Dann greif mit beiden Marines an. Wir werden zwar beide verlieren. Wir werden nächste Runde beide verlieren. Mist. Aber die Stadt ist dafür leicht runtergeschossen. Wir produzieren in unseren Städten ein Marine pro Runde, wenn wir wollen. In den dicken Städten. Also, was soll's? Ja, die Produktion ist nicht das Problem. Das Problem ist, die dahin zu bekommen. Ja, aber der wird uns nächste Runde schlimmstenfalls beide Marines wegnehmen und dann greifen das wir mit kriegen dem, wir schon gebacken. Dann greifen wir mit dem Kampffahrzeug eben an. Der hat einfach nicht mehr so viel. Der hatte nur noch drei Schüsse durch die Stadt und durch zwei Einheiten. Ja, ich bin durch Civilization 5 so konditioniert, keine Einheiten zu verlieren, weil die ja da irgendwie noch schönere Beförderungsboni bekommen und langfristig wertvoller sind. Aber hier? Stimmt, weil das hier einfach halt so ist, dass die Einheiten nur begrenzt hochgelevelt werden können. Ne? Finde ich auch ein bisschen schade, dass man da nur zwei Stufen hat oder eventuell drei Stufen, wo man Erfahrungspunkte umsetzen kann in irgendwelche Boni. Eben, und dann auch nur in diese Standard 10% Stärke, das ist mir zu wenig. Wasserraffinerie. Ich wünsche mir was für die Gesundheit. Pharma-Labor. Kannst auch gleich dann in die Produktionsliste hinterher, die Wasserraffinerie lohnt noch nicht, weil wir noch keinerlei Wasserfelder gescheit angeschlossen haben. Dann mach lieber noch ein Alien-Reservat, auch nur eine Runde. Eine Klinik dauert nur eine Runde und bringt zwei Gesundheit. Ja, super. Und dann das Alien-Reservat für Kultur. Können wir auch in der Reihenfolge machen. Ja, so. Auch schön, genau. Und dann vielleicht noch den Gengarten. Können wir das nicht dann entscheiden und erstmal so lassen und dann gucken, welche Prioritäten wir dann haben? Das ist mir recht. Gesundheit ist immer Priorität. Ja, das merkt man in unserem Spielstil, ganz genau. Genau. So. Es gibt ja Spieler, die vernachlässigen die Gesundheit, Civilization-Spieler. Ich finde das zynisch und unatmosphärisch und gehört sich nicht. Man hat da so ein Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Bürgern. Ich würde das nie übers Herz bringen, die Gesundheit in den roten Bereich zu jagen. Wenn es nicht zwingend notwendig wäre, zum Beispiel, weil ein der Druck, die Welt zu beherrschen und zu erobern, zu einem Unmenschen machen und die Seele tyrannisieren würde. Das liegt aber daran, dass ich einen mechanisch-biologischen Link zwischen der Spielstandsgesundheit und deiner persönlichen Gesundheit gesetzt habe. Das heißt, je tiefer die Gesundheit sinkt, desto mieser fühlst du dich. Auch den ganzen Tag über dann, auch wenn das Spiel nicht an ist. Sollen wir noch eine Einheit bauen? Sicher ist sicher. Ein Marine vielleicht noch, ja. Zum Nachschicken. Der braucht aber zwei Runden. Das macht da nichts. Oder wir bauen hier den... oder bauen noch ein Kanonenboot, da können wir nochmal drauf schießen von Ferne. Ja, dauert er nur eine Runde? Nee, dauert auch zwei. Ja, dann trotzdem. Dann eher ein Kanonier, oder? Nee, lieber ein Kanonenboot. Wir wollen ja auch wieder... Das können wir später vielleicht noch gebrauchen. Das können wir bei einer anderen Gelegenheit ja auch noch verschrotten. Mandira, auch Produktion. Hat den Marinepferd, einen gepanzerten Soldaten fertig gebaut. Ja, Gebäude sind keine zu bauen. Bau irgendwas... Was hättest du gerne? Noch ein Taktjet? Nein, Taktjet. Ja doch, von mir aus können wir auch machen. Ja? Der ist einfach schnell rüber. Obwohl er sich zum Angreifen fast gar nicht eignet. Ja, dann lass mal es sein. Der ist in Ordnung. Das ist schon gut. Wozu? Für welchen Zweck? Ja, jetzt nutzt er noch nichts, aber dann spätestens, wenn er eine Stufe aufsteigt, dann ist er schon ein bisschen besser brauchbar für den Angriff. Aber er ist doch noch nicht eine Stufe aufgestiegen. Soll man nicht dann doch... Entschuldige, dass ich dich so hin und her schubse von meinen Wünschen, dann stimmst du zu, dann lehne ich wieder ab. Das ist ja ein bisschen zickig.
gebe ich hiermit zu, soll man dann nicht doch meine Lieblingseinheit bauen? Einen gepanzerten Soldaten, weil der so schnell ist und so fit. Von mir aus auch. Juhu. Ich mag die doch auch gerne. Ja, dann. Ich liebe nämlich einfach diese Umzingelungs- und Flankierungsaktionen. Ein Erkunder ist hier unterwegs, genau, hat noch ein Expeditionsmodul. Ja, dann fährt er einfach die Küste hier noch ein bisschen. Oder ins, oder ins Landesinnere, was du lieber magst. Das ist gerade... Vielleicht findet er ja noch irgendwas zum Ausbuddeln. Wer weiß? Mhm. Nein, jetzt ist er auf dem Alien-Nest. Warte mal eine Runde ab hier bitte neben dem Alien-Nest. Der wird schon wieder verschwinden. Handelskonvoi in Azraya über eine Landeinheit. Die sollen wir vielleicht auch in einen... Wie kommen wir... Warum ist denn da eine Landeinheit? Von früher. Wir haben doch nur Küstenstädte. Von früher noch. Macht nichts, lass ihn trotzdem... Lass ihn trotzdem rollen. Soll nicht den... Echt? Oder soll man nicht stattdessen hier den vernichten und zerstören? Stattdessen hier ein Handelsschiff bauen? Das bringt doch viel mehr. Nee, ist in einer Runde fertig. Würde ich nicht bauen, dann mach lieber... Wir haben ja bald Jimboomba und Jimboomba ist eine Landstadt ohne Küsten. Anbindung. Dann heben wir uns den auf für Jimboomba. Jimboomba ist eine Landstadt. Können denn in Städten, die erobert worden sind und die noch unter Kriegsrecht stehen, also wo Widerstand ist, kann da Handel getrieben werden? Ich denke schon. Probieren wir gleich mal aus. Lass den mal eine Runde lang nichts machen, den armen Kerl. Ich glaube nicht. Weil da können wir ja keine Städte. Weißt du was, wir versuchen einfach jetzt, wir testen das mal und probieren mal, ob wir von Freeland aus eine Handelsroute. Das wäre gut, genau. Schick den mal nach Freeland, diesen Handelskonvoi. Wahrscheinlich bringt es nichts, aber dann haben wir sind wir einfach um eine Erfahrung reicher. Komm, schick ihn einfach hin. Passiert dir das auch öfters, dass du völlig unsinnige Sachen im Leben machst, einfach mal auszuprobieren, wie sich das so anfühlt und wie das ist? Ja, aber ich habe dann vorher nicht das Wissen, dass es eine unsinnige Aktion ist. Das passiert mir dann einfach. Attack-Jet. Attacke. Nein, Abfang. Ach so. Testen. Ja, der kann die Stadt ja leider nicht einnehmen, von daher ist es sinnlos. Nee, aber es kostet uns fast nichts, aber da ist ein Flieger drin. Da ist ein Flieger drin, der ist aber nicht im Abfangmodus, das macht die KI fast nie. Ja, dann greif doch mal an. Ratatat. Ja, schade, dass wir jetzt nicht noch eine Einheit haben, die sich bewegen kann. Das ist echt schade, ne? Mhm. Die Stadt ist komplett, fast komplett runter bombardiert oder ganz? Die ist komplett runter. Die ist auf Null. Eine Einheit fehlt uns. Tja. Wenn wir jetzt einen Zuschauer hätten, in vorderster Front zum Beispiel, den wir in die Stadt reinschicken könnten, der könnte uns die Stadt schenken und sich selbst unsterblich machen. Was du für Ideen hast, der sollte auch nach Zwiebli. Zwiebli? Mhm. Und Würmeli? Nach Zwiebli hinschicken, damit in Zwiebli ordentlich Produktion. Das müssen die unbedingt reduzieren mit den Karawanen, das ist viel zu mächtig. Gerade neue Städte auf den Boden stampfen geht mit Karawanen so unglaublich schnell. Ich glaube, weißt du, was ich gerne hätte? Ein Tooltip, die uns anzeigen würde, hier über diesen drei potenziellen Zielstädten, die ja in Frage kommen. Freeland nicht, weil da ist ja im Augenblick noch Widerstand. Was da im Augenblick an städtischer Produktion oder Nahrungsproduktion ist, damit man auf einen Blick sehen kann, was sich lohnt. Ich wäre für Diepholz, da bringt es 12 Produktionen auf der Retourrunde. Ich glaube, ich hätte es nach falscher Fuß geschickt, wegen den 27 hier. Und ich wette, in Diepholz ist viel mehr. Aber Diepholz, ja, 56, aber da will ich doch noch einen... Kanonenboot aus zu Wasser lassen. Ja, man muss halt da oben, finde ich, in falscher Fuß noch so viele, viele Gebäude bauen, weil man die Stadt so spät gebaut hatte. Genau. Ein Marine ist fertig. Das war das Wort, das ich suchte. Genau. Ja, lass ihn runterlaufen nach. Ja, genau. Und ein gepanzerter Soldat, auch husch. Husch, genau. Gut, das ist jetzt, freuen wir uns, dass wir diese Straße gebaut haben. Da rollt unser Nachschub dann sehr schön. Die verbinden wir dann noch mit Jimboomba. Obwohl, da ist schon ein Stück gebaut, da müssen wir einfach nur ein Stück noch verbinden. Wann fällt Jimboomba? Nächste Runde? Nächste Runde, ja. Definitiv. Wie ärgerlich, dass wir jetzt die Felder vor den Toren von Jimboomba schon geplündert haben. Da raucht es jetzt und wir müssen das reparieren. Ja, aber das war nötig, um unsere Truppen am Leben zu erhalten.
Wirst du persönlich da Hand anlegen und mit Schippe und Spaten ausrücken auf das Feld, um deine Entscheidung, die Farm zu plündern, wieder selber zu reparieren? Ja klar, kleinere Reparaturen und Hausmeisterdienste gehören auch zu meinem Portfolio. Finde ich fantastisch. Du gehst mit gutem Beispiel voran, finde ich ganz, ganz praktisch, denn dann muss ich selbst das nicht tun. Bis dann, ciao. Tschüss.